Ja. Das ist ja echt Krachen, die 4S hier. Ja, die klingen auch echt so geil auf dem Motor, muss ich sagen. Ja. Was? Was war? Ich bin durch den Baum. Durch den Baum? Ja, also, genau. Das war endlich was durch den Baum. Alles in Ordnung? Sehr gut. Ja. Hör mal, hattest du nicht eben noch gesagt? Ja, du, ne? Du hast gesagt. Nur weil du wieder was dazu sagen musstest zu dem, was ich gesagt habe. Ah, okay. Ja, ich bin mein lieber Mann. Ich bin es schon. Ja klar, natürlich hast du diesen Crash verursacht. Mir war da auch irgendwie so. Ja, die Kamera muss definitiv steiler, das ist scheiße so. Ja? Sehe fast nur immer unten braun. Hast keinen Horizont. Wenn du wirklich mal richtig heizt, dann... Nicht hier, das ist kein Angle. Das ist more angle. Deep, basically. Gnädigerweise in rechts unten links drehen dann. Ja, das ist immer gut. Ja. Von den HQ, von diesen Bullnose, da hatte ich super viele links drehen und noch zwei rechts drehen. Ja. Aber das kann ich jetzt momentan wenig stören. Ich passe den Ton so auf, dass der nicht drauf.
fliegt auch ein Flugzeug gerade. Wo? Das ist, glaube ich, ein Segler. Über dem, wenn du nach... Zum Beispiel Strommast da, von uns das gesehen. Genau. Und dann hinter den Bäumen da, ja, ne? Ja, was ist das? Ja, dahinter ist ja irgendwo Geilenkirchen. Ja. Und ich denke, die... Wenn Geilenkirchen keinen Flugbetrieb hat, ist da Sportfliegerbetrieb. Ja. Also zumindest als wir in der Peven, nee, wie heißt die Heide dahinter? Also da gibt es ja noch eine Heide, ich glaube Pevener Heide oder sowas. Ja. Und als wir da mal spazieren waren, da sah man ganz viele Motorflieger. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da F-Schlepp machen und dann auch die Segler da hochschleppen. Okay. Hast du denn jetzt eigentlich auch vier Regler beschafft irgendwo? Ja, direkt damit.